Vielleicht stehst du gerade an der Stelle, wo du Schluss machen möchtest und dich quälen die unterschiedlichsten Gefühle und Emotionen. Ja, vielleicht ist da diese verzweifelte Sehnsucht nach Freiheit. Du möchtest wieder Single sein, du möchtest aus der Beziehung ausbrechen. Vielleicht ist aber auch die Angst, einen Fehler zu machen. Ja, was ist, wenn ich keine bessere finde oder keinen besseren? Aber, und darum geht es in diesem Video, auch das schlechte Gewissen, wenn du Schluss machst. Ein schlechtes Gewissen, dass man den Partner total überrumpelt, den Partner verletzt und den Partner so prägt, dass er oder sie nie wieder glücklich wird. Vielleicht hast du aber auch ein schlechtes Gewissen gegenüber den Eltern, deinen eigenen, aber auch die des Partners. Ja? Vielleicht seid ihr seit Monaten, Jahren zusammen und habt eine tolle Bindung. Oder auch Freunde, vielleicht habt ihr gemeinsame Freunde und da das schlechte Gewissen, oh mein Gott, was tue ich allen Menschen an? Ich breche das System auseinander. Und dieses schlechte Gewissen ist heftig. Und es ist so heftig, dass manche Menschen über Monate, sogar Jahre in einer Beziehung bleiben, wo sie eigentlich spüren, es ist vorbei. Und wenn dich das quält, dann möchte ich dir eine kleine Motivation geben, dass das schlechte Gewissen dir niemals im Wege stehen sollte. Denn was du in dieser Stelle nicht beachtest, ist, dass du deinen Partner völlig unterschätzt. Ja, wahrscheinlich wird er oder sie überrascht sein, vielleicht wird er über sie verletzt sein, aber dieser Mensch ist stark, denn dieser Mensch hat eine Seele und diese Seele möchte was erfahren und vielleicht möchte sie erfahren, wie es ist, wenn man verlassen wird. Vielleicht möchte diese Person aber auch eine ganz andere Beziehung, als wie ihr sie gerade führt. Denn, sagen wir mal ehrlich, dein Partner und deine Partnerin spüren doch, wenn du nur halbherzig da bist. Und wer möchte schon einen halbherzigen Partner an seiner Seite? Das heißt, du unterschätzt deinen Partner völlig, was eigentlich schon fast ein egoistischer Grund ist, dann zu bleiben. Ja? Dein Partner könnte heute schon mit einem neuen Menschen sein und glücklich sein. Aber du bleibst an ihrer oder seiner Seite, weil du ein schlechtes Gewissen hast? Ja, also unterschätze nicht andere Menschen. Das Herz der anderen Menschen ist groß und kann viel aushalten. Und manchmal muss es zu einem herzzerreißenden Trennung kommen, damit das Herz größer wird, damit es zerreißt und dann in der Größe, Volumen größer wird. Sehr schön und bildlich und metaphorisch gesprochen, aber ich meine es auch wirklich so. Denn jeder, der schon mal einen Liebeskummer erlebt hat, der schon verlassen wurde, einschließlich mich, einschließlich ich, kann behaupten, dass er oder sie danach stärker wurde, dass er oder sie danach sich besser hat kennenlernen dürfen, wodurch er oder sie danach viel glücklicher sein konnte in einer neuen Beziehung. Und bei allem Respekt, ich liebe meine Ex-Partner, aber den jetzigen, den ich heute habe, also den jetzigen Partner, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass die anderen Beziehungen in die Brüche gegangen sind, weil sonst hätte ich meinen heutigen Partner nicht kennengelernt. Das heißt, bitte unterschätze nicht das Potenzial, was du hier nicht beachtest, wenn du aus schlechtem Gewissen, nur aus reinem schlechtem Gewissen bei deinem Partner bleibst. Du bist im Grunde dann wie ein Helikopter-Elternpaar, was dem Kind nicht die Chance gibt, mal auf die, keine Ahnung, mal hinzufallen, um zu lernen, wie es ist, wieder aufzustehen, um stärker zu werden. Ja, also sei bitte kein Helikopterpartner, der Angst hat, seine Partnerin oder Partnerin zu verlieren oder zu verletzen, sondern erlaube euch beiden zu wachsen. Und das geht nur, indem man durch Leid geht. Leid ist wichtig. Leben ist Leid. Und das ist ein essentieller Teil dieses Lebens, dass wir genau das erfahren, damit wir stärker werden, damit wir eine bessere Version unserer selbst werden. So, aber kommen wir zum zweiten Impuls. Wenn du merkst, oh Gott, ich habe so ein schlechtes Gewissen, auch trotz der netten Worte, Jutta, diese Vorstellung zerreißt mich. Ein schlechtes Gewissen kommt von sowohl Schuld als auch Scham. Die Schuld ist, ich habe etwas falsch gemacht. Die Scham ist, ich bin falsch. Was immer es auch ist, die Schuld, ja, ich tue etwas Falsches hier oder ich bin falsch, weil ich es ihr oder ihm antue, ist am Ende natürlich ein Gefühl. Und alles, was du fühlst, hat eine Bewandtnis, hat eine Berechtigung.
Nicht, weil du wirklich etwas Falsches machst, wenn du dich von dieser Person trennst, sondern weil sie wirklich in deinem Körper zu fühlen ist. Und Menschen, die so geplagt sind von einem schlechten Gewissen, die kennen das sehr, sehr häufig aus Kindheit und Jugend. Die haben schon erlebt, wie es war, wenn die Mama unglücklich war oder Papa und sie mit Mühe und Not versucht haben, ihre Eltern wieder glücklich zu machen. Ja, oder vielleicht hast du deine Ex-Partnerin, Partner betrogen und verletzt und du möchtest es auf gar keinen Fall wieder tun. Warum? Weil du weißt, wie schlimm es ist, jemanden verletzt zu sehen. Aber es geht darum, dass du diese Wunde aus der Vergangenheit für dich löst. Denn nochmal, du bist nicht verantwortlich für die Menschen, die du verlässt. Jeder Mensch ist für seine eigenen Emotionen verantwortlich. Und du musst bitte in deinem Garten bleiben, bei dir bleiben und gucken, was brauchst du, was braucht deine Seele. Sei ehrlich, sei authentisch zu dir selbst. Und wenn es heißt, dass du den Wunsch hast, dich zu trennen, dann folge dem. Wenn du gleichzeitig merkst, ich habe aber ein schlechtes Gewissen, dann fühle das. Weil es ist ein Unterschied zwischen der Sehnsucht nach einer Trennung zu folgen und der Angst zu folgen. Wenn, und das ist ja hier der Fall, es sich hier um eine Angst vor dem Unbekannten handelt, also die Angst, ich tue diesen Menschen weh, wahrscheinlich, und danach wird es ganz schlimm für beide, wahrscheinlich. Ja, es ist die Angst vor dem Unbekannten. Und immer wenn wir von der Angst vor dem Unbekannten sprechen, geht es darum, sie zu durchbrechen und weiterzugehen. Lass dich von der Angst vor dem Unbekannten nicht zurückhalten, denn das ist keine Gefahr, das ist nur das Unbekannte. Und wenn deine Intuition, dein Herz sagt, es geht weiter für dich, du musst vielleicht einen neuen Menschen kennen, du brauchst einen Partner, brauchst einen neuen Menschen, vielleicht musst du auch mal für eine Zeit lang Single sein, damit du deine Seelenerfahrung machen kannst, dann heißt es jetzt, erfahre dies, mache es. Ja, also nochmal zusammengefasst, die Angst vor dem Unbekannten sollte niemals der Grund sein, warum du bei deinem Partner bleibst. Und ein schlechtes Gewissen ist die Angst, etwas Falsches zu tun oder falsch zu sein, wenn du dich trennst. Sprich, es ist die Angst vor dem Unbekannten. So, und gleichzeitig, ich weiß, wie es ist, sich zu trennen und es ist einfach für beide richtig, richtig scheiße. Und deswegen habe ich für dich ein Freebie, und deshalb habe ich für dich ein Arbeitsbuch zusammengestellt und ein kleines Video, wo es darum geht, die drei allerwichtigsten Tipps zu beachten, die du jetzt brauchst, wenn du in den Liebeskummer gehst. Denn am Ende, du entscheidest dich natürlich jetzt aktiv erstmal für eine Trennung, was vermutlich mit Liebeskummer einhergeht, egal ob du dich getrennt hast oder nicht. Eine Trennung tut weh. Denn ihr seid natürlich auch aneinander gewöhnt. Der Körper kennt es, das ist eine Gewohnheit. Und wenn die Gewohnheit auseinandergerissen wird, dann tut das erst einmal weh. Und da kannst du diese drei Tipps, die ich in dem kostenlosen Seminar plus Arbeitsbuch dir anbiete, beachten und folgen, damit es einfacher wird. Außerdem eine kostenfreie Hypnose-Meditation, hier auch verlinkt, wo es darum geht, diese radikale Veränderung in deinem Leben einfacher zu fühlen und zu überstehen, damit du nicht traumatisiert und mit einem Beziehungsmuster da rausgehst. Weil das Beziehungsmuster, oh mein Gott, ich muss auf andere achten, damit sie nicht verletzt werden, ist ein sehr ungesundes Muster. Und es gilt jetzt da wirklich erst von dir, ja, dich daraus zu befreien, damit du mit offenem Herzen und ohne Angst lieben kannst. Denn eine Beziehung basierend auf Angst, dass du falsch bist oder so Falsches tust, ist nicht gesund. Okay, falls dir dieses Video geholfen hat, ich würde mich sehr über deinen Daumen hoch freuen. Wenn du auf Spotify bist, abonniere diesen Kanal, kommentiere auch gerne. Ich freue mich über deine Rückmeldung, über deine Gedanken dazu. Und dann danke ich dir fürs Zuhören.